Schönen guten Morgen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Videos, die wir bald rausbringen, weil wir da beginnen, die einzelnen Muskelgruppen auch herzuzeigen, wie man die aktiviert, in welchem Rahmen man sie aktiviert. Aber das soll kein reines Isolationstraining sein, sondern ja, ein Teil vom Hinge-Training zum Beispiel ist isoliert, so gut wie es geht. Aber dann wird es wieder geöffnet und dann versuche ich diesen isolierten Muskel wieder in einen, was auch immer, Sandbag Carry oder Sandbag Liftoff vom Boden auch wieder hineinzubringen. Das ist extrem wichtig, weil natürlich auch Isolationstraining nicht nur einen Muskel trainiert, hauptsächlich einen, aber da gibt es ganz viele andere Sachen, die da auch mitarbeiten. So, nochmal kurz zusammengefasst. Wir brauchen für unseren Hinge die innere Muskelkette. Das heißt, beginnen mit unten, innere Wadenmuskulatur, den Vastus medialis, den inneren Quadrizeps, das ist das, was direkt neben der Kniescheibe quasi seitlich ansetzt, der innere Beinbizeps. Wir brauchen die große Gesäßmuskulatur, untere Bauchmuskeln, die äußeren Obliquien und den großen Gesäßmuskel und den Innenanteil von unserem Armbizeps. Das heißt, wenn das ein Zusammenspiel ist, das heißt, wenn diese Dinge feuern und miteinander arbeiten, kann ich hingen. Das heißt, meine Hüfte dreht sich, ich kann stabilisieren und dann in einer perfekten Welt geht es dann nur mehr um Training. Das heißt, wenn das aber nicht funktioniert, muss ich mich ein bisschen aus diesem Prozess herauslösen, die Ursache finden, welcher Muskel ist derzeit derjenige, der am meisten Liebe braucht, der meisten Nachhilfe braucht sozusagen, den muss ich herauslösen, 10-15 Minuten täglich damit beschäftigen, versuchen ihn zu aktivieren. Das wird ein paar Wochen dauern, weil sonst, wenn es gleich funktionieren würde, hätte ich ihn ja auch bei einer anderen Übung verwendet. Atmung dazu bringen, das heißt parasympathische Atmung dazu bringen. Klar, gibt natürlich auch ein paar technische Skills, die man beachten möchte, aber meiner Meinung nach covert die Muskelaktivierung 95% des Lifts. Klar, es gibt 15%, die natürlich einen Skill betreffen. Wenn ich ein gewisses Level beim Squatten, Deadliften, Powerlifting, Olympic Weightlifting brauche. Aber wir reden immer von Training für normale Menschen, die 2-3 Mal die Woche trainieren wollen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig immer auf Feedback. Ich weiß, dass es sehr, sehr technisch bzw. sehr, sehr anatomisch heute war. Vielleicht mal den einen oder anderen Muskelatlas auch mal zur Hand nehmen. Wie gesagt, es kommt in Kürze auch Videomaterial dazu raus, Anleitungen, wie man das Schritt für Schritt auch dann quasi auch angehen kann, je nachdem, was das Problem ist. Wenn es Fragen dazu gibt, jederzeit an mich, gregstream.com oder taggt uns in Videos auf Instagram, wearegregs. Schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an, 0664 84 85 928 und ja, gehen wir es an, dass wir den Hinge besser machen. Von allen. Bis bald.